Was machst du denn da Schönes? Ja, ich bereite unsere Blindprobe vor. Ich habe schon seit ewigen Zeiten die Idee gehabt, ein neues Format auf die Beine zu stellen. So eine Art Meisterschaft im Blinderkennen, was denn im Glas ist. Wir haben das schon mal gemacht mit Rum und Whisky als Thema. War eine ganz schöne Geschichte. Die Whisky-Freaks haben da interessanterweise einige Rumsorten als Whisky erkannt. Und ja, mein Thema ist jetzt auch gerade bei YouTube die Zungenschule. Und in dem Format lassen wir wirklich mal ohne Vorurteile, man weiß nicht, was im Glas ist, den Geruchssinn und den Geschmackssinn wirken, auf uns wirken. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wie soll es funktionieren? Es soll ja auch ein kleiner Wettbewerb sein. Ja, also wir denken groß, wir wollen das in zwei Etappen machen. Und zwar wird die erste Etappe sein, eine Qualifikationsrunde. Und wer da genug oder einige richtige hat, und zwar von den acht, mindestens sechs richtige hat, kommt in die Endausscheidung. Die Vorrunde ist die Städtemeisterschaft und die Endrunde dann die Deutsche Meisterschaft Blindprobe, Online-Blindprobe, dunkle Brände. Das ist die Idee. Ab wann geht's los? Wie funktioniert es? Und funktioniert es vielleicht auch offline? Also, wann geht's los? Wir bereiten die Pakete jetzt vor. Insgesamt acht verschiedene dunkle Brände. Ein Rum, ein Grappa, ein Calvados, ein Armagnac, zwei verschiedene Whiskys, einer rauchig, einer weich, ein Gin, Holzfass gelagert und ein altes Pflaumendestillat. Der Clou ist, es sind nur Buchstaben auf den Flaschen drauf. Keiner weiß, außer wir, was ist drin. Und dann ist euer Job, auf den Zettel nach Riechen und Schmecken an der richtigen Stelle den Buchstaben einzusetzen. Sechs richtige, ihr seid weiter. Sieben und acht, ihr seid Superschmecker. Und drunter seid ihr leider nicht weiter. Zur deutschen Meisterschaft im Blindtasting. Dann soll es Ja, ja. es dann geht's los. Ich würde sagen, wir starten jetzt diese Woche. Ne? Wir packen jetzt die Pakete vor und dann schicken wir euch die Pakete nach Hause oder ihr holt euch die Pakete hier ab. Und die Auflösung ist dann am 30.05. Online werden wir dann preisgeben, was denn wirklich in den Flaschen drin war, die ihr probiert habt. Und ganz spannend, der erste Sieger bekommt dann den Pokal und ist natürlich auch sowieso zur deutschen Meisterschaft qualifiziert. Und auch alle Leute, die sechs Richtige haben, sechs von acht, sind auch alle weiter. Sollten mehrere Leute acht Richtige haben, gibt es hier im Laden in kleiner, geschlossener Gesellschaft. Das machen wir dann auch nach und nach, damit es ja keine Probleme gibt, wegen Infektionsschutz. Die Endausscheidung. Entstechen. Ein Stechen. 30.05. 19 Uhr geben wir dann preis, was denn richtig ist.